Horst Geldins bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um einen Audi A6. Wir haben ja unser Android-Radio hier eingebaut. Sobald wir den Rückwärtsgang hier reinmachen, haben wir sofort PDC an. Er will eigentlich die Rückwärtskamera einblenden, aber wir haben hier keine Kamera verbaut. Deswegen zeigt der nur PDCs an. Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Wir machen den mal an. Dann zeige ich euch mal, was der macht. Rückwärtsgang. Und ihr seht, sobald ich hier drehe, dreht sich das mit. Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ich baue mir hier eine Rückwärtskamera ein. Das werden wir auch schnell machen. Und danach werden wir das einbauen und dann mal schauen, wie die Qualität ist. Ich habe mir jetzt was besorgt. So sieht das Ganze aus. Ist eine komplette Leiste. LEDs habe ich extra dazu gekauft, also es war nicht dabei. Mit integrierter Kamera. Das werden wir einbauen. Sieht nicht schlecht aus, aber ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen krumm. Ja, aber hier haben wir eine Dichtung drauf, das ist schon okay. Nicht, dass wir das einbauen, das Ding wird undicht, dann bringt es hier auch nichts. Ne? Die werden wir einbauen mit LED und integrierte Kamera. Also ich bin auch gespannt, wie das ist. Ich baue das jetzt aus. Da müssen wir gleich noch Kabel verlegen und so weiter und so fort. Das wird nicht so ohne. Ne? Hier ist schon viel Arbeit. Mal abgebaut. Das ist so eine Leiste, so eine Stromleiste, was die Kofferraumbetätigung aktiviert. Und das Ganze werden wir hier einmal umbauen. Mal schauen, ob das auch komplett passt. Bin mal gespannt, also das sieht schon ein bisschen anders aus. Ne? Die Leiste habe ich jetzt umgebaut. Schloss ist nur kleiner. Habe ich das Gefühl, aber ob das ein Problem wird, kann ich nicht sagen. Oh, ja, funktioniert schon mal. Super. Ich muss sagen, ey. Chinesen, die machen das schon, ne? Also das sieht ja ein bisschen wild aus, aber guckt euch das mal an. Ich finde, das sieht original aus. Super. Ja, Hauptsache, der wird hier so mit 4 Schrauben befestigt und eine Dichtung ist auch dazwischen. Bis jetzt positiv überrascht. Jetzt gucken wir mal, ob die LEDs funktionieren. Einfach reinstecken bei diesem System. Ja. Error, wie findest du das so? So, jetzt ist okay. Glaub mir, wenn Error ist okay sagt, mehr Lob gibt's nicht. Das funktioniert auch. Bevor wir den jetzt komplett zusammenbauen, möchte ich die Kamera nochmal testen. Ob die Kamera funktioniert. Erstmal das Ganze provisorisch angeschlossen. Strom draufgegeben. Ja, wir haben sofort schon eine Fehlermeldung, dass ein Licht kaputt ist. Checken wir das Ganze. Ja, Bremsbelag sagt er. Jetzt machen wir nochmal Rückwärtsgang. Und siehe da, das funktioniert schon nicht. Machen wir den mal wieder aus, machen den mal wieder an. Und dann machen wir nochmal Rückwärtsgang. Und jetzt funktioniert es, guck mal, wie er am Wackeln ist. Ja, Rückwärtslicht zeigt er an. Ja, warum das so ist und wie man das beheben kann, zeige ich euch jetzt. Das gefällt mir. Kabel von der Kamera habe ich dann verlegt. Hier einmal durch, in den Schacht rein. In die C-Säule ganz runter und dann hier durch und dann haben wir noch dieses kleine Stück. Ihr glaubt es nicht, das passt gerade mal. Natürlich habe ich das alles berechnet, weil ich wollte nicht unnötig langen Kabel noch haben. Kabel schwer, Performance, nein, war Spaß. Ich habe mal Glück gehabt. Kamera geht natürlich nicht, weil wir einen CAN-Bus haben. Das heißt, er sieht das als Fehler. Wie kann man das Ganze beheben? Mit einem Widerstand, was man dazwischen klemmt. Also wie kann ich euch das Ganze leicht erklären? Hier gibt es eine Unterbrechung, hier wird Strom abgezapft. Dann denkt er, Widerstand zu hoch, irgendwas stimmt hier nicht. Ich schalte das Ganze ab. Deswegen müssen wir im Widerstand hier zwischenlöten, dass das Ganze nicht mehr ausschlägt und dass der Strom einfach gleichmäßig bleibt. Kennst du sowas hier? Wenn ich viel im Auto löten muss, dann nehme ich immer das hier. Das ist jetzt keine Werbung, Leute. Ein Lötgerät. Also das ist auch schnell heiß, das ist das Geile. Das ist wie ein Feuerzeug, könnt ihr so auffilmen. Und abgesehen davon, also das Ding lötet echt gut. Ne? Also der wird ordentlich heiß. Das war's schon. Ne? So, wir lassen das jetzt mal alles abisoliert und schauen einmal, ob... Ach, guck mal, Rückwärtsgang
funktioniert schon mal. Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Rückwärtsgang geht und du siehst, er geht nicht aus. Und davor hat er ja so geblinzelt und was weiß ich, dann war es ja weg, ne? Ja, lass ihn mal ein bisschen laufen. Aber du siehst, er ist... Nee, davor war das viel schneller, da kam sofort die Fehlermeldung und dann hat er alles schwarz gemacht. Das ist nur so ein Widerstand, hm? So ein Widerstand. Ich find's okay. Definitiv. Ne, ist gut. Funktioniert. Es funktioniert jetzt und so muss das sein. So, jetzt bauen wir hinten zusammen. Ja, das muss hier auch löten. Ach so, alles hier. Also, du hast jetzt geguckt, es passt. Es passt, das reicht auch. Also ich finde dieses Lötgerät Hammer. Das Ding ist fertig. Sieht ja gut aus. Lichter funktionieren. Ja, die Leiste finde ich auch schön. Der zeigt schön nach unten. Genau das, was ich brauche. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich find's geil. Wir haben das Radio hier eingebaut. Ich fahre jetzt über eine Woche damit und ich muss sagen, das Ding ist jeden Cent wert. Ich habe es bei Otto bestellt, ist auch unten verlinkt. Man kann es auch über AliExpress und so bestellen. 8 Wochen Lieferungszeit und das Ding läuft nicht. Dann habt ihr Theater, das Ding wieder wegzuschicken. Und dann habt ihr nur hin und her. Und darauf hatte ich überhaupt keine Lust gehabt. Ich habe es bei Otto bestellt. Ich habe einfach ganz normale Garantie, 2 Jahre Garantie, glaube ich, drauf. Und wenn ich irgendein Problem habe, dann schicke ich das einfach nach Otto zurück. Kommen wir zum Radio. Jetzt kommt darauf an, was für ein System ihr hattet. MMI 1, 2, 3, was auch immer. Ihr behält das komplett. Also Navigation. Dann können wir K-System, ne, auch hier einen Drehknopf. Alles könnt ihr nutzen. Radio, Media, alles. Könnt alles nutzen. Und dann wollt ihr aufs Android-System umswitchen. Dann geht ihr hier drauf. Und dann seid ihr im Android-System. Das Geile jetzt ist, wir können das Ganze auch hier unten jetzt bedienen. Dann die Route, dann starten wir. Du siehst auch, wie schnell das läuft, wie flüssig das läuft. Auf jeden Fall. Ne? Machen wir weiter. So, und jetzt können wir trotzdem, Navigation läuft. Das ist schön im Hintergrund. Dann gehen wir trotzdem in die Apps rein. PowerTalk, das höre ich gerne. Das ist ein Internetradio. Das ist jetzt in Istanbul, ne? Das Radio, das ist ja das geil. Wie in Istanbul? PowerTürk ist ja in Istanbul. Und dann gehen wir drauf. Hauptsitz wahrscheinlich. PowerTürk. Und dann hören wir PowerTürk. Ihr könnt es natürlich mit allen machen, was ihr wollt. Dann könnt ihr das Ganze dann immer umswitchen. Ihr fährt aber trotzdem noch weiter. Das ist jetzt nur eine von vielen Optionen. CarPlay kann man anschließen, Android-System. Echtzeitnavigation, das finde ich sehr, sehr wichtig heutzutage. Wir fahren in den Urlaub und wenn da mal Stau ist und so, dass wir Echtzeit navigieren können. Für mich selber persönlich sind die Apps sehr, sehr wichtig. Ihr könnt hier einfach Netflix runterladen, wenn ihr wollt. Hier haben wir ja ein paar Apps. Ne, wir haben hier zum Beispiel YouTube. Das können wir natürlich auch machen, Leute. Alter, aber voll viele Werbung hier, ne? Hier, ehrlich, Alter, YouTuber wollen ja auch nur Geld verdienen hier. Gibt's doch nicht. So, dann könnt ihr natürlich... schauen, hier können wir natürlich wieder ein bisschen lauter machen, das Ganze. 12 Jahren und knapp 240.000. Ey, was für eine Qualität fahren wir denn hier? 480p machen wir die höchste Qualität. Wow. Gucken wir mal an. Was machen wir jetzt? Was? Das Ding tun oder was? Ja. Da bin ich mal gespannt. Also auf vergrößern. So wie das eigentlich im Handy auch machen kannst, ne? Hm. Qualität ist schon cool. Hat er 190 PS? Natürlich auch an, klar. Hallöchen. Also Eingangsmessung war 2. Zum Beispiel hier, das Auto könnt ihr ändern. Ich habe aber keinen Avant gefunden. Und dann habt ihr hier zum Beispiel, wenn ihr Licht anmacht, zeigt er das hier. Er hat eigentlich gezeigt. Ach, jetzt. Mit Blinker anmachst. Musst du auch wieder anmachen wahrscheinlich. Das Radio lässt sich nicht dimmen. Ihr müsst das halt manuell machen hier. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie auf Auto einstellen kann. Vielleicht kann man das sogar. Aber hier kann man es leider nicht machen. Also wenn einer ein A6 hat und er liebt seinen A6 und hat die Schnauze voll von seinem MMI, Leute, gönnt ihr euch das. Also besser geht's nicht. Krass, was die Chinesen alles machen. So, die Rückleuchten müssen wir auch machen, ey.
Ich habe mal was gekauft gehabt, aber nie ausprobiert. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir das mal ausprobieren. Ich habe mal ins Inspektionsheft reingeschaut und da ist mir was aufgefallen, was noch nie gemacht wurde. Das werden wir im nächsten Video sehen. Sag's mir. Weil jetzt die Tage werden wir sehr, sehr viel schrauben. Ihr wisst, ich habe das Wichtigste zuerst gemacht. Software optimieren, Radio. Jetzt kommen wir zu den kaputten Bremsen, Querlenkern. Einfach das unnötige Zeug, was im Auto so alles ist. Stoßdämpfer haben wir auch, ne? Mhm. Ach, alles unnötig. Das Wichtigste haben wir ja schon gemacht. Jetzt machen wir die unnötigen Sachen. Ne, Eidosch? Richtig, erstmal Entertainment. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der Kfz-Tutzi. Bis dann noch rein. Ciao. Eidosch! Dankeschön.